Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, diese BAföG-Reform, dieses BAföG, meine Damen und Herren, das ist ein Flaggschiff der deutschen Bildungsgerechtigkeit, und das lassen wir uns auch nicht kleinreden, meine Damen und Herren. Und es ist schon erstaunlich, wie die Redner der Opposition versuchen, eine Reform hier schlecht zu reden, die in der Geschichte des BAföG zu den Bedeutenden gehört. Aber es überrascht natürlich nicht, denn schon als wir den Koalitionsvertrag vorgelegt haben mit 1 Milliarde zusätzlicher Mittel für diese Wahlperiode in Aussicht gestellt, schon damals hieß es, dies sei zu wenig, dies sei zu spät und überhaupt. Nun hat unsere Ministerin Anfang des Jahres die 26. Novelle vorgelegt mit einer Vielzahl von deutlichen Verbesserungen für BAföG-Empfänger, zum Beispiel auch bei den Rückzahlungsmöglichkeiten inklusive Schuldenschnitt nach 20 Jahren, lieber Kai Gehring. Und, meine Damen und Herren, wir haben nun mit der Koalition, mit den Koalitionsfraktionen, danke nochmal an die Kollegen von der SPD, in den vergangenen Wochen auf Grundlage dieses bereits sehr guten Entwurfs einige Aspekte nachgebessert, die für uns bedeutsam waren und die auch von Teilen der Opposition gefordert wurden. Und wir haben in einem Entschließungsantrag gestern noch einmal die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Vereinfachung der Antragsverfahren und auch die Intensivierung von Beratungs- und Informationsangeboten adressiert, weil es uns natürlich schon zu denken geben muss, dass nur ca. 50 bis 60% der Antragsberechtigten überhaupt einen Antrag stellen. Tatsache ist, meine Damen und Herren, dass wir das BAföG nur 3 Jahre nach der letzten großen Reform mit dieser Novelle deutlich verbessern und ausbauen. Und wir werden damit wieder mehr Studierende und mehr Auszubildende erreichen, meine Damen und Herren. Mit unserem Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, wollen wir das BAföG noch familienfreundlicher gestalten. Die Ministerin hat es freundlicherweise auch nochmals lobend hervorgehoben. Wir heben das zu berücksichtigende Höchstalter bei Kindern von Auszubildenden von 10 auf 14 Jahre an. Wir erhöhen den Kinderbetreuungszuschlag von 130 auf 150 Euro. Und schließlich, das war mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen, wird die Förderungsdauer bei der Pflege naher Angehöriger verlängert. Auch das sind Erfolge, die wir als Parlament jetzt hier bei dieser Novelle durchsetzen konnten, meine Damen und Herren. Der Opposition sind diese 1,3 Milliarden Euro, die es jetzt geworden sind, erwartungsgemäß zu wenig. Die Forderungen nach mehr und vor allem nach einem BAföG für alle haben uns nicht gewundert. Angesichts unserer Novelle, und das sage ich ganz selbstbewusst, halten wir solcher Kritik aber stand. Zumal wir sicher sind, dass wir deutliche Verbesserungen auf den Weg bringen, die eben allesamt überzeugender sind als das unausgegorene, unsoziale und nicht finanzierbare Vorschlagswesen hier der Opposition, meine Damen und Herren. Und an der Stelle möchte ich auch mal deutlich sagen, es ist schlicht falsch. Die Entwicklung der BAföG-Sätze lag seit 2001 über dem Preisindex. Können Sie im BAföG-Bericht nachlesen, meine Damen und Herren. Und geradezu lächerlich ist der von der Opposition vorgetragene Vorwurf, wonach es jahrelang einen Stillstand bei der Fortentwicklung des BAföG gegeben habe. Von einer angeblich großkoalitionären Untätigkeit war sogar die Rede. Ich darf daran erinnern, wir haben erst 2016 die Freibeträge und die Bedarfssätze letztmalig deutlich erhöht. Und zwischenzeitlich, daran darf ich schon mal erinnern, hier hat eine Bundestagswahl stattgefunden, es hat eine Regierungsbildung stattgefunden. Also in diesem Punkt ist es wirklich Realitätsverweigerung, was Sie hier betreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Dann die angeblich große Idee eines Baukasten-BAföG von Ihnen, von der FDP-Fraktion. Mit viel Medienaufmerksamkeit und einigen, lieber Kollege Brandenburg, doch sehr konstruierten Beispielen wollen Sie als selbsternannte Service-Opposition das BAföG Eltern unabhängig machen. Und im Klartext heißt es, dass Eltern von Studierenden pauschal das Kindergeld gestrichen wird, um es direkt den Studierenden auszuzahlen. Im Grunde genommen agieren Sie, die Freien Demokraten, ganz nach dem Motto rechte Tasche, linke Tasche und verkaufen das auch noch als großen Wurf, meine Damen und Herren. Und ich darf darauf verweisen, auf die Expertenanhörung, wo durchaus Bedenken vor dem Hintergrund des Artikel 3 hier geäußert wurden, ob das überhaupt so verfassungsrechtlich geht, was Sie hier wollen, meine Damen und Herren. Und dann wollen Teile der Opposition BAföG-Leistungen allen Studierenden zukommen lassen. Aktuell immerhin 2,9 Millionen. Egal, ob sie auf diese Unterstützung angewiesen sind oder nicht. Und das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht nur wirtschaftlicher Humbug, da nicht finanzierbar, sondern es ist sozialpolitisch schlicht und einfach absurd und schlicht und ergreifend ungerecht. Denn es ist eine Abkehr vom subsidiären Solidaritätsprinzip. Und es kommt von der Wirkung her der Abschaffung des BAföG gleich.
Und das will jedenfalls die Union nicht, und das will auch unser Koalitionspartner nicht. Und deshalb ist unsere BAföG-Reform das bessere Modell, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der heutigen Verabschiedung des 26. BAföG-Änderungsgesetzes endet unsere Arbeit für ein BAföG aber nicht. Wir haben der Bundesregierung aufgetragen, in unserem Entschließungsantrag neben dem Gesetz weitere Maßnahmen zu erprüfen und zu ergreifen, um wieder mehr Auszubildende über die Fördermöglichkeit zu informieren. Das ist angesprochen, denn es ist und muss unser Ziel bleiben, die geförderten Zahlen wieder zu erhöhen. Und außerdem treten wir dafür ein, und da unterstützen wir die Ministerin ausdrücklich, dass über das Bundesprogramm Sozialer Wohnungsbau auch mehr studentischer Wohnraum geschaffen wird und so die schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt entspannt wird. Und schließlich wollen wir die Antragstellung weiter vereinfachen. Und um nochmal auf das Thema BAföG-Bericht zu kommen, wir fordern das Bundesministerium in diesem Entschließungsantrag auf, dass im kommenden Jahr im Herbst im Ausschuss für Bildung und Forschung über die Wirksamkeit dieser Novelle und der in unserer Entschließung beschlossenen Maßnahmen unterrichtet wird. Und damit nehmen wir auch denjenigen die Sorge, die glauben oder jedenfalls glauben machen wollen, wir würden durch die Verschiebung des BAföG-Berichtes etwas verheimlichen wollen, meine Damen und Herren. Ich fasse zusammen, die Chancen auf eine BAföG-Förderung werden zum kommenden Wintersemester nochmals deutlich verbessert. Auch gegen die Angst vor Verschuldung und auch die Sorge vor so viel Bürokratie werden wir wirksame Maßnahmen ergreifen. Und all dies soll und wird künftig dazu beitragen, dass niemand mehr davon abgehalten wird, einen BAföG-Antrag zu stellen, meine Damen und Herren. Und ich bin mir sicher, wenn dann auch noch die Damen und Herren von der Opposition künftig etwas positiver über die Fördermöglichkeiten nach dem BAföG sprechen würden, anstatt es ständig nur schlecht zu reden, dann machen gewiss auch noch mehr junge Menschen Gebrauch von ihrem Antrag, von ihrer Antragsberechtigung. Darauf sollten wir gemeinsam setzen. Ich bitte um Ihre Zustimmung für diese Novelle. Danke sehr. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Oliver Kaczmarek für die Fraktion der SPD.